Familie Schulte erhofft sich einen Traumurlaub. Nach 6 Stunden Fahrt stehen sie vor geschlossener Tür. Den Namen gibt's nicht. Die Mieter kam halt nur raus und haben gesagt, nee, ist nicht. Die Familie ist an Betrüger geraten. Jetzt wollen sie die angeblichen Vermieter zur Rede stellen. Ich erreiche sie leider nicht. Ich hätte noch gerne mal eine Rückfrage zu der Ferienwohnung, was denn jetzt damit wäre. Mitte Juli finden Linda und Patrick auf eBay Kleinanzeigen eine Ferienwohnung auf Rügen. Das Paar schreibt die Vermieter an, bekommt einen Mietvertrag und überweist eine Anzahlung in Höhe von 800 Euro. Gesagt, wir sollten die Daten doch rüberschicken, dann würden sie auch einen Mietvertrag fertig machen, den haben wir auch gekriegt. Und da haben wir gleich gesagt, okay, kommt ja seriös rüber, steht ja auch oben was auf dem Mietvertrag drauf mit den Ferienwohnungen. Da haben wir uns nichts bei gedacht. Über 6 Stunden ist die Familie unterwegs, um festzustellen, dass die Wohnung nicht existiert. Völlig entkräftet fährt die Familie noch am selben Tag zurück nach Hause und zeigt die Betrüger an. Am schlimmsten ist halt, die Kinder zu sehen. Ja. Man fragt sich dann immer, was hat man falsch gemacht? Warum wir? Ja, weil wir die Leute aufspüren wollen. Damit Leuten oder anderen Leuten das nicht passiert, was uns passiert ist. Die Leute auch davor zu warnen, ja, dass halt sowas im Internet kursiert. Und es schon sehr gefährlich ist, im Internet sowas zu machen. Tiana Schönbohm von der Verbraucherzentrale in Niedersachsen weiß, wie man sich schützen kann. Also zum Beispiel, wenn ein Angebot extrem günstig wirkt, also vergleichsweise günstig auch zu anderen Angeboten in der gleichen Gegend, dann raten wir schon zur Vorsicht. Genauso, wenn die Kontaktdaten nicht klar ersichtlich sind oder spätestens dann, wenn die Anbieter nicht über ihre Internetseite oder E-Mail kommunizieren möchten, sondern vielleicht über einen Messenger, wie es auch in Ihrem Fall jetzt der Fall war. Familie Schulte will die Betrüger zur Rede stellen und fährt zur Adresse der Vermieter, die im Mietvertrag steht. Hallo, ich hätte mal eine Frage. Können Sie einmal die Tür aufmachen? Ja. Kennen Sie eine Katrin? Die soll angeblich an dieser Adresse hier gemeldet sein. Nee. Auch nicht. Kenne ich nicht. Den Namen habe ich hier. Oh, ganz hast du noch nicht gehört. Okay. Wir wohnen hier schon über 20 Jahre und ich war Postzusteller. Ich müsste wissen, wer hier wohnt. Ja gut, das stimmt, ja. Na, nein, aber den Namen habe ich noch nicht gehört. Ja, alles gut, wir haben es schon gedacht. Große Enttäuschung. Niemand von den angeblichen Vermietern ist an der Wohnadresse anzutreffen. Linda versucht die Betrüger deshalb nochmal per Telefon zu erreichen. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton. Hallo, ich erreiche Sie leider nicht. Ich hätte noch gerne mal eine Rückfrage zu der Ferienwohnung, was denn jetzt damit wäre. Weil wir hätten auch gerne unser Geld zurück. Wir waren nämlich vor Ort und die gab es nicht. Es wäre schön, wenn Sie sich mal zurückmelden. Im Kreis Lippe ist es der erste angezeigte Fall der Ferienwohnungsbetrugsmasche. Es wird überprüft, ob das Konto tatsächlich zu dem Betrüger gehört oder ob es vielleicht ein Konto ist von einer Person, die gar nicht weiß, dass damit betrügerische Absichten verfolgt werden. Vor allem für Sohn Jamero war die lange Fahrt sehr anstrengend. Ich wünsche mir, dass ich da mal wirklich hin kann und dass das aufhört, also mit diesem Betrügen. Im nächsten Urlaub möchte die Familie wie in den letzten Jahren wieder nach Grömitz fahren.